Hallo Lesende, mein Name ist Melanie, ihr seid bei Seitenreise und ich habe meine Neuzugänge aus dem Mai für euch. Ich werde mit den E-Books anfangen, weil wie immer habe ich die dann aus dem Kopf und da ich sie nicht sehe, aus dem Sinn. Und dann ist es aber auch okay, dass ich sie aus dem Sinn habe. Ich habe mir ein relativ kurzes Buch spontan gekauft. Das ist erst im 20. Mai 2024 erschienen. Das ist nämlich das Switchboard von Christina K. Clover. Und hier hat mich zuerst das Cover total angesprochen und dann klang die Geschichte aber auch ziemlich interessant. Es ist so, dass wir hier eine Konstellation haben von Menschen, die sich zusammen finden und zusammen raffen müssen. Wir haben zum einen den menschlichen Magier Henry, der so ein bisschen, naja, ums Überleben kämpft zwischen der kaputten Magie, die in dieser Welt mittlerweile herrscht, und seiner Beziehung zu seinem Vater. Und dann findet er irgendwie in seinem Küchenschrank einen Fremden, der anscheinend Kit ist, der nämlich auf der Flucht ist, weil er von seinen Vorgesetzten verraten wurde, die Kontrolle über die Magie erwerben möchten. Und zusammen begeben sie sich dann in ein In-Between, wo Magie die Welten verbindet und sie zusammen halt anscheinend versuchen, die Magie zu retten. Dann habe ich mir den vierten Band von den Wayfarers geholt. The Galaxy and the Crown Within von Becky Chambers. Wir haben ja diese Welt, die sie in A Long Way to a Small Angry Planet entworfen hat, mit ganz vielen verschiedenen Spezies und Planeten. Und es ist der vierte Band. Ich möchte mich nicht spoilern. Auch Science Fiction ist These Burning Stars von Bethany Jacobs. Das ist der erste Band der Kingdom Trilogy. Und hier haben wir ein Katz-und-Maus-Spiel um Rache. Und das ist im Setting eines Imperiums, das auf einem Genozid seine Basis aufgebaut hat. Und es ist so eine Reihe, oder zumindest ein erster Band, von dem ich sehr viel Gutes gehört habe, ohne halt zu viel ins Detail zu gehen. Und also von denen, die es besprochen haben. Und ich glaube, ich möchte mich auch relativ blind reinfallen lassen, weshalb ich jetzt euch aber auch nicht viel sagen kann dazu. Und was ich auch bekommen habe, wo ich so, oh meine Güte, ja! Ich habe das nächste Buch von Andrew Joseph White, nämlich Compound Fracture, als Rezensionsexemplar von Ned Gelee bekommen und bin so. Ja. Und auch hier weiß ich nicht viel, nachdem ich von White, The Spirit Bears Its Teeth und Hell Followed Withers gelesen habe, bin ich so, I don't care, was du schreibst, gib es mir, ich lese es. Und hier weiß ich im Prinzip nur, dass es um eine Rebellion geht und wir werden wieder Transfiguren haben, wahrscheinlich auch autistische Figuren oder anders Neurodivergente. Und ja, ich hab so viel Bock drauf. Also, es erscheint im September. Das heißt, ich werde schauen, dass ich es mir noch ein bisschen aufhebe, weil ich dann auch nicht zu früh dafür eine Rezension hochladen möchte. Aber ich kann es jetzt schon kaum erwarten, das zu lesen. Also, das wird so großartig. Ansonsten habe ich ein paar Dinge. Ich werde es jetzt tatsächlich wie It's Funk machen und die Sachen, die ich schon im Lesemonat vorgestellt habe, den ihr entweder schon gesehen habt oder noch seht, ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das jetzt hochlade, werde ich nicht vorstellen. Da sind aber auch nur zwei. Das ist einmal ein Rainbow Crate Buch und einmal ein Manga. Und ansonsten habe ich mir parallel zum Manga noch zwei Zeitschriften geholt, nämlich einmal die 24. Nummer von der Zeitschrift Fantastisch. Und ich hatte einfach irgendwie Lust drauf, vor allem, weil hier von Aikimira Artikel sind und trashige Tierhorrorfilme. Und ja, irgendwie hatte ich halt einfach total Lust drauf. Und dann habe ich eine, also ich wusste davon nichts. Das heißt Chapter X Comic. Und da sind illustrierte Kurzgeschichten oder illustrierte Geschichten zum Gruseln. Und hier heißt es Feral. Und Achtung, wenn ihr mit Augen und den Augennerven, die aus dem Kopf raus sind, nicht, also wenn ihr euch gruselt und Augen Horror gruselig findet, dann schaut man nicht hin. Ich war so, oh meine Güte, was ist das? Wie cool.
Es ist Nummer 8. Es kostet 6,66 €, was, okay. Und ich habe dann einfach mal so ein bisschen reingeschaut und finde den Zeichenstil halt ziemlich cool. Und war dann okay, dann hole ich mir das halt. Also ich habe richtig Lust drauf. Ich muss mir dann auch mal schauen, ob ich mir die ersten 7 Ausgaben vielleicht noch nachhole oder mal schaue, was da drin ist und mir es dann hole. Auf jeden Fall habe ich so diese Zeitschrift. Dann das andere Buch, was in der Rainbow Crate drin war, ist von Devin Greenlee Evergreen. Das ist nämlich die Neuveröffentlichung aus dem größeren Buchmarkt, also nicht das Indie-Buch. Ich finde es ganz hübsch. Oh, ich merke gerade, dass hier hinten diese Schrift so durch die Foliierung so hervorgehoben ist. Es hat einen schicken Buchschnitt. Wir haben hier die Spoilerkarte, die immer für das Hauptbuch, also dem New Release of the Month, das hat. Und das finde ich jetzt auch ganz schick. Wir haben hier die Ich habe unterschrieben Karte. Und innen drin sieht es dann so aus. Und vorne ist so ein bisschen auch, das Originalcover sieht eher so aus. Vielleicht sagt euch das dann was. Hier steht, he's bound by the rules, but love isn't. Hinten steht genau dasselbe. Ja, ich bin einfach mal gespannt. Ich fand es ganz cool, dass hier jetzt auch das Hauptbuch sozusagen eine komplett Aufmachung bekommen hat. Das Thema dieser Box war Plant Magic, was halt auch einfach sehr, sehr gut passt. Ja, wir haben hier einen Triaden, der insofern schon besonders ist, als dass er nicht weiblich ist. Und seine Familie, vor allem seine Mutter, sagt immer so, hey, komm, bleib drin, das ist nicht gut draußen, das ist gefährlich. Und dann lernt er aber den Nachbarsjungen kennen und versucht ein bisschen mutiger zu werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich mir das jetzt im Juni auch für den Pride Month schnappe, weil irgendwie habe ich Lust drauf. Ich glaube, es ist auch ein bisschen cozy, aber nicht nur. Und das könnte einfach genau etwas sein, worauf ich dann Bock habe. Ich schätze, ich werde es mal anlesen und dann entscheiden. Ich habe aber sowieso vor, vielleicht endlich mal ein, zwei meiner Rainbow Crate Bücher zu lesen. Auch aus einer Buchbox ist Murder Road von Simone St. James. Ich habe von der Autorin schon ganz viel gehört. Die soll immer so Horrorbücher schreiben, die teilweise so ein bisschen thrillerartig sind, aber schon auch Horrorelemente haben. Und ja, wenn mir das jetzt gefällt, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mir mehr von der Autorin hole. Ich finde dieses Cover, ich zeig's euch gleich, aber es ist so 80s irgendwie. So 80s Comics, bold und ich feiere es. Das ist das Cover. Ich blende euch hier auch mal kurz das Originalcover ein, damit ihr einfach den Unterschied seht. Vielleicht auch die Originalcover, weil ich glaube, UK und US haben unterschiedliche Cover. Aber, ne? Und dann, bam! Ich mag's. Es ist aus der Evernight-Box, was ja die Horrorbox von Illumicrate ist. Die Illumicrate habe ich mir jetzt auch mal abonniert. Mal schauen. Es ist so wunder cool irgendwie. Ich liebe auch hier dieses Aussehen. Dieser Farbschnitt. Es sind pinke Bäume und so. Und irgendwie, es passt so zu allem. Sehr cool finde ich es auch innen drin. Also, beziehungsweise, ich zeige euch erstmal. So sieht's auf dem Hardcover aus. Das war die Spoilercard. Und das Vorsatzpapier hat dann so Fotos von den Figuren, wo sie voraussichtlich noch gut waren. Und ja, auch darauf habe ich einfach so Bock. Das ist jetzt nicht queer. Deshalb wird es im Juni wahrscheinlich nicht gelesen werden. Ich möchte mich schon auf die queeren Sachen eher fokussieren, weil ich lese zwar das ganze Jahr queer, aber manchmal habe ich dann zwischendurch einfach auch Lust, mich noch mehr drauf zu konzentrieren. Und was ich hier halt cool finde bei Illumicrate, es ist direkt auf der Hauptsachtitelseite, das ist die Unterschrift. Und ich bin total gespannt. Ich habe ja auch noch aus dieser Box Invocations von Crystal Sutherland, was ich auch unfassbar gerne lesen möchte. Das ist queer.
Sorry, ich schweife ein bisschen ab. Mein ADHS-Brain ist heute gut dabei. Und was ich auch als Rezensionsexemplar bekommen habe, ist Fitopia Plus von Sarah Zerbe. Da ist auch ein Interview mit Aschk gewesen bei Diverse Lesen mit Aschk. Das verlinke ich euch unten. Ich habe angefangen, es zu gucken und bin bisher sehr angetan von also was Sarah selber so sagt. Und habe auch hier die ersten 60 Seiten gelesen und bin bisher sehr angetan. Hier geht es darum, dass in einer Zukunft, die jetzt nicht genauer definiert ist, wie viele Jahre von dem Jetzt-Zeitpunkt ist, beziehungsweise ich mich gerade nicht daran erinnern kann, ist es so, dass die Umwelt, das Klima halt Hamburg auch ein Stück weit überflutet und immer weniger Land existiert, auf dem man ordentlich wohnen kann. Und unsere Protagonistin arbeitet in einer Firma, die es ermöglicht, dass das Bewusstsein von Menschen auf Pflanzen übertragen wird und sozusagen erhalten wird. Und es ist halt, es gibt Menschen, die glauben daran nicht, es gibt Menschen, die finden das toll. Auf jeden Fall kostet das halt sehr viel Geld. Und unsere Protagonistin macht sich so ein bisschen einen Nebenverdienst, indem sie von ihren eigenen Zimmerpflanzen Ableger verkauft. Und als dann eines Tages bei den Pflanzen, um die sie sich kümmert in dieser Firma, eine spezielle Form der nicht Paginierung, Panaschierung, ein seltsames Muster. Ein ungewöhnliches Muster auftaucht, nimmt sie sich einen Ableger mit und fängt an, diesen zu züchten. Und ja, ihr Ziel ist letztendlich, dass sie ihrem Großvater die Möglichkeit gibt, dass er auch auf einer dieser Pflanzen weiterleben kann. Und es kostet aber halt unfassbar viel Geld. Und ja, bisher habe ich sehr viel Spaß mit dem Buch und werde es jetzt in meinem Urlaub auch weiterlesen und ja, dann vielleicht demnächst besprechen. Ich habe eine Vorbestellung gehabt, die ich ganz vergessen habe. Und dann war ich so, oh, es wurde ein Paket verschickt. Was eigentlich? Naja, ich freue mich trotzdem drüber. Es ist eine Essaysammlung von Ursula K. Le Guin, The Language of the Night. Essays on Writing, Science Fiction and Fantasy. Es hat eine Einleitung von Ken Liu. Es ist eine überarbeitete Version von Ursula K. Le Guins erster längere Essaysammlung. Und ich bin einfach total gespannt. Also es hat ja schon hier vorne ein bisschen gesagt, über was. Also es sind hier Essays über Fantasy und Science Fiction. The book is What is Real? Telling the Truth and Pushing at the Limits. Und ich bin einfach super gespannt. Ich finde die Ideen, die Ursula K. Le Guin hat, so faszinierend und möchte auch mehr lesen. Ne? Und immer wenn ich da irgendwie mal wieder drüber stolper, dann schnappe ich mir was. Und hier habe ich mir anscheinend das vorbestellt und mir gedacht, ich gönne mir mal was und freue mich dann drüber und war dann so, oh, ich habe dich vergessen. Was ich mir sehr spontan dann auch noch gekauft habe, bei einem Besuch im Thalia, ist das Z-Word. Z steht für Zombie. Wir haben hier eine junge Frau, die bisexuell ist, nämlich Wendy, die in der queeren Community ihren Ort finden will, ihren Safe Space. Und dann ist es aber so, dass ein Virus umgeht und alle irgendwie ein bisschen seltsam werden. Und sie mit ein paar anderen versucht zu überleben. Interessant finde ich halt hier auch, now Wendy and her friends and frenemies versuchen halt zu überleben, ohne sich gegenseitig vorher umzubringen. Was in diesem Set hier auch noch steht, ist: The first pride was a riot, the last pride is a blood bath. Und wir haben auch hier eine Axt mit Blut und so. Und irgendwie, ich liebe diese Bold Colors. Die sind gerade wieder am Kommen. Ich stehe drauf. Give me more of it. Und ja. Ich habe mir noch was ausgeliehen, was jetzt nicht vom Sub kommt. Sozusagen im Sinne von, ich habe es mir selbst gekauft und ich behalte es dann auch, aber ich habe eine gute Freundin besucht, die sich dieses Büchlein auf der Stuttgarter Buchmesse gekauft hat. Und als ich dann gesagt habe, oh, ich hätte das auch gern, war es halt ausverkauft. Und ja, es ist von Brigitte Lungueke Malungo, Meine Haut packt aus. Sie sprechen aber gut Deutsch. Fetisch Ausländer raus. Eigentlich stehe ich nicht auf Schwarze, aber sprichst du Afrikanisch? Und ja, das sind so die ersten paar Sätze hiervon. Und es sind einfach so kleine Auszüge aus Brigittes Leben und wie sie halt
Mikroaggression und deutlicherem Rassismus berichtet und ihren eigenen Stimme da reinbringt in ihre Erinnerungen und Erzählungen. Und ja, ich finde sie als Person unfassbar sympathisch und bin sehr gespannt, wie mir das als Buch dann gefallen wird. Und was ich auch noch habe, was ja kein Buch ist, aber toll. Ich habe nämlich noch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk bekommen. Und zum einen waren da drin so Klebetattoos, total süß. Es war nicht immer alles Dinge, die mir zugesagt haben bei den kleineren, aber ja, Quatsch. Die Monde finde ich total cool. Die Mondphasen natürlich auch. Und Planeten, ne? Und dieser Planet hat mir auch sehr gut gefallen. Aber damit hat der Kumpel noch nicht aufgehört. Er hat mir auch ein Spiel für den Switch gekauft. Nämlich Sea of Stars. Das ist ein RPG, was Pixel-Grafik hat und total schön aussieht. Und ich habe bei manchen Streamenden so ein bisschen reingeschaut. Es ist ein Kampfsystem, das mir, glaube ich, sehr gut gefallen wird. Und die Story klingt unfassbar gut. Und ich freue mich sehr darauf, das dann anzuspielen. Ich habe jetzt gerade noch eins aus der Bibliothek ausgeliehen, was ich, glaube ich, vorher erstmal spielen möchte. Was ich noch ganz cool finde, ist, es ist hier ein Plakat dabei. Das aber auch so farbähnlich ist. Und wir haben hier die Figur mit Spiegelung. Und da ist es genau invertiert von den Farben. Ich habe so Bock drauf, das zu spielen. Es klingt richtig cool und ich liebe RPGs von früher noch und hab Lust, da wieder mich reinfallen zu lassen. Das waren meine Neuzugänge. Was zog bei euch so im Mai ein? Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, ey, unbedingt, das musst du lesen? Oder ich wollte das unbedingt lesen und hab's dann auch geliebt. Berichtet mir gerne. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst doch gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu sagen. Ich mag das eigentlich nicht, aber vielleicht hilft's. Irgendwie, ich fühle mich ein bisschen awkward dabei. Eigentlich möchte ich so, dass ich selbst davon überzeuge, aber okay. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, behaltet den Regenbogen im Herzen und die Toleranz im Kopf. Tschüss!